Nach langer, langer, langer Zeit gibt es jetzt endlich wieder ein Video von mir und ich möchte mich als allererstes erstmal bei euch bedanken oder zumindest bei denjenigen, die so süß waren und mir immer wieder geschrieben haben, wann kommt wieder ein neues Video oder sogar gefragt haben, geht's dir gut, ist alles in Ordnung? Oh mein Gott, das war so süß. Ich habe mich so tierisch gefreut, dass ihr mich nicht ganz vergessen habt, obwohl ich wirklich lange kein Video hochgeladen habe. Und deshalb tut es mir umso mehr leid, dass so lange nichts gekommen ist. Ich habe ein richtig schlechtes Gewissen gekriegt. Aber jetzt ist es wieder soweit. Jetzt bin ich wieder da, jetzt bleibe ich auch hier und jetzt kommt auch wieder ein bisschen Regelmäßigkeit mit rein. Und vielleicht kann sich die eine oder andere oder der eine oder andere noch daran erinnern, dass wir zur Weihnachtszeit eine Weihnachtsreihe ins Leben gerufen haben, ein paar andere YouTuber und ich. Und da hatten wir auch ein paar Verlosungen am Laufen. Unter anderem hatte ich in einem Video die Hashtag Schachtelglückbox von Diana zur Löwen verlost. Die Gewinnerin, die damals gewonnen hatte, hat sich nicht gemeldet und auch in einem zweiten Videoaufruf hatte sie es wohl nicht mitbekommen oder wie auch immer. Und ja, wie gesagt, bis jetzt kam auf jeden Fall keine Rückmeldung von dieser Person. Deshalb bin ich diese Kommentare nochmal aus dem Video durchgegangen, in dem ich diese Box verlost habe und habe mir jetzt einfach gedacht, liebe Hiba, vielleicht möchtest du die Box haben. Du hattest auch unter die Kommentare geschrieben, ein Kommentar unter das Video geschrieben. Und vielleicht würdest du dich ja darüber freuen, wenn du die Box noch haben möchtest, dann schreib es gerne in die Kommentare, schreib mir eine E-Mail, ich schreibe die E-Mail auch in die Infobox nochmal mit rein, falls du sie nicht weißt. Oder schreib mich einfach über Insta an oder sonst irgendwie, wie du das machen möchtest. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, wie gesagt, dass du sie noch haben möchtest. Wenn ja, darfst du sie gerne haben und ja, dann schreiben wir dann, wenn du sie noch haben möchtest und... Und mein neues Video ist ein Haul. Oh mein Gott, ich war einfach so mega übertrieben krass shoppen. Und wenn ich sage übertrieben, dann meine ich auch übertrieben. Oh Gott, ich habe einfach viel zu viel gekauft. Und nein, eigentlich habe ich gar nicht so viel gekauft. Doch, ich habe mega viel gekauft, aber es ist nicht zu viel. Aber ich werde nicht alles, was ich gekauft habe, in dieses Video packen, weil ich glaube, das Video würde bestimmt eine Stunde gehen oder zwei Stunden. Das tue ich euch nicht an. Deshalb teile ich das so ein bisschen auf. Und zwar ist dieses Video ein sozusagen gemischter Haul. Also das sind so die Sachen, so, die ich, wo ich wirklich nur Einzelteile gekauft habe in verschiedenen Shops. Und ja, eigentlich gibt es da auch gar nicht viel mehr zu sagen. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ich starte als erstes mit dem, was ich bei Douglas gekauft habe. Und zwar habe ich da als erstes von Yo Miss Wild gekauft. Ich weiß nicht, kennt ihr vielleicht auch den Männerduft davon? Ich glaube, der heißt einfach nur Pour Homme oder wie auch immer das gesprochen wird. Auf jeden Fall, den Duft liebe ich, ja. Und ich habe irgendwie immer gehofft, dass es mal so einen Duft für Frauen gibt. Und jetzt habe ich den gefunden sozusagen. Das ist eben halt dieser. Oh, ich liebe ihn. Allerdings bin ich ja auch, wie ihr vielleicht schon so ein bisschen wisst, so ein richtig Opfer von Süßen. Ja, der ist halt auch ein süßlicher Duft. Und alleine schon, wie die Flasche aussieht, das ist einfach so, so wunder, wunder, wunderschön. Naja, gut, wunderschön würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen. Aber es ist schon irgendwie cool mit diesem Schleifen hier und zwei Totenköpfe und... Wie gesagt, dieser Duft ist eher so süßlich, bisschen orientalisch vielleicht. Also ich kann es einfach nicht wirklich beschreiben. Ich bin in Düfte beschreiben eher so minder bemittelt gut. Auf jeden Fall finde ich, das riecht richtig, 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 richtig geil. Den Preis habe ich jetzt leider nicht mehr im Kopf. Allerdings verlinke ich euch die Produkte oder ich versuche es, soweit ich kann, die ganzen Produkte in die Infobox zu verlinken und dann schreibe ich euch auch die Preise mit dazu. Nee, das ist eigentlich Quatsch, weil wenn ich die Produkte verlinke, dann seht ihr ja, was das alles kostet. Dann als nächstes habe ich hier von DKNY Be Delicious. Das ist eigentlich eher kein so süßlicher Duft, das ist eher so ein fruchtig frischer Duft. Das ist hier jetzt allerdings so ein Set. Da ist einmal eine Bodylotion mit drin und dann noch einmal das Parfum. Und ja, das ist auf jeden Fall eher so ein frischerer Duft. Vielleicht ein bisschen zitronig. Eigentlich so gar nicht so mein Fall, aber ich habe das mal als Probe auch bei Douglas bekommen und irgendwie anfangs dachte ich so, nee, nicht wirklich meins. Aber aufgetragen hat es mir dann nachher so gut gefallen und es hält auch wirklich so lange.
dass ich mir auf jeden Fall unbedingt dieses Set auch mitnehmen musste. Dann als nächstes habe ich hier von Sally Hansen einen Nagellack in der Farbe 610 Red Zin oder Red Zin. Das ist so ein ganz dunkles Rot und wer Sally Hansen kennt, die Nagellacke sind einfach total toll, finde ich. Lassen sich super gut auftragen, halten echt gut und ja. Jetzt komme ich auch zu den letzten zwei Produkten, die ich bei Douglas gekauft habe. Auch Parfum. Und es ist mein absoluter Favorit oder meine absoluten Favoriten. Da habe ich hier einmal Ari. Wie schön sind die Flakons bitte? Die sind einfach unübertroffen schön. Och, guckt euch das mal an mit diesem Bommelchen hier, total süß. Und der Flakon an sich halt total wow, wie so ein Diamant. Und die riechen auch noch so mega geil. Das ist wieder was Süßes, also aber ich liebe süß einfach. Und ich liebe dieses Parfum. Ich liebe das Parfum, ich liebe den Flakon. Ich liebe das einfach. Und dann das letzte Produkt auch nochmal von Ariana Grande. Sweet Like Candy. Das ist nochmal ein Tick hammergeiler, sagt man das so. Das ist nochmal ein Tick geiler. Irgendwie, weiß ich nicht. Das hat mich doch nochmal so ein bisschen... Ich finde, es riecht sehr ähnlich wie Ari, aber eben halt nochmal so ein bisschen anders irgendwie. Vielleicht nochmal so ein bisschen intensiver. Oh, und der Flakon. Richtig schön rosa und eben halt auch dieser Bommel dazu rosa und dann dieser Duft. Ich weiß, ich habe das jetzt bestimmt 10-mal gesagt, aber ich liebe diesen Duft. Oh, ich könnte mich glatt selber aufessen. Mega, mega, mega geil einfach. Und deshalb, weil ich das noch einen Ticken besser fand, habe ich mir da diesen großen Flakon gekauft. Der andere ist, also das sind 100 Milliliter und der andere 30? Jo, der andere hat 30 Milliliter. Aber wie gesagt, die sind beide mega geil. Riechen sehr, 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 sehr ähnlich. Aber wie gesagt, das nochmal ein ganz kleines bisschen, ganz dezent anders. Noch ein bisschen mehr wow. Nee, mehr wow nicht, aber weiß ich nicht. Anders geil halt. Und ja. Dann komme ich als nächstes zu den Sachen, die ich mir auf Amazon bestellt habe. Und zwar habe ich mir einmal so ein Viererpack Schwämmchen von Real Techniques gekauft. Ich bin einfach absolut überzeugt davon. Ich habe sie, glaube ich, einmal bei Rossmann oder sowas gekauft. Beziehungsweise einen hatte ich mit in so einem Make-up mit drin. Also nicht in dem Make-up, aber da gab es irgendwie so eine Probepackung oder wie auch immer, da war einer mit drin und seitdem bin ich absolut überzeugt und verliebt in diese Schwämmchen. Deswegen habe ich mir gleich so ein Viererpack bei Amazon bestellt. Ich glaube, die haben irgendwie um die 19 Euro gekostet. Ich bin mega zufrieden damit und mein Alter war eben halt schon so auf, dass ich neue brauchte. Und ja. Außerdem habe ich mir ein Camouflage-T-Shirt bei Amazon bestellt. Ich habe sowas irgendwie überall gesucht und habe sowas nicht gefunden, beziehungsweise wenn ich es gefunden habe, dann gab es einfach nicht mehr in meiner Größe, aber bei Amazon gab es sowas und ich war erst so ein bisschen skeptisch und habe erst gedacht so, Klamotten bei Amazon hast du noch nie so wirklich gekauft und aber nein, es ist geil, die Stoffqualität ist einfach geil, wobei gerade so jetzt im Winter lädt es sich recht schnell statisch auf, aber gut, finde ich jetzt nicht so schlimm. Also wie gesagt, so von der Qualität vom Stoff her ist es mega geil, lässt sich super gut tragen, es fällt schön locker, sage ich jetzt mal. Also hat nicht so einen steifen Stoff, sondern eben halt eher so einen weicheren Stoff. Und ja, dann habe ich mir zwei Teile bei The Sting gekauft. Und zwar auch einmal so einen Camouflage-Pullover, der ist allerdings nicht so richtig grün, dunkelgrün Camouflage, sondern vielleicht könnt ihr das ja auch erkennen, so ein bisschen rosa, schwarz, grün, oliv. Camouflage und der hat hier hinten noch so ein Muster drauf, also so eine Streifen. Auf jeden Fall fand ich den total hübsch, allerdings vom Stoff her ist er recht hart. Das gefällt mir jetzt nicht so gut, aber die Qualität ist auf jeden Fall echt gut und der Pullover an sich, die Optik gefällt mir auch.
Und das zweite Teil, das ich mir von Amy and Ivy bei The Sting gekauft habe, ist diese Jogginghose. Die fand ich einfach mega cool. Die kann man auch so, finde ich, tagsüber tragen. Und manchmal hat man ja so einen faulen Tag und möchte sich dann nicht unbedingt hier irgendwie voll schick machen und einfach so in seiner Jogger bleiben. Und die ist absolut geeignet dafür. Die hat hier halt so ein, seht ihr das? So ein Rillenmuster. Na, ein Rillenmuster, also halt so. Ich kann es nicht erklären. Halt ein, ja, so ein, fühlt sich auf jeden Fall so verstärkt an, sagen wir es jetzt mal so. Die Qualität der Hose gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Was mir allerdings an der Hose nicht gefällt, ist, dass das Bündchen hier unten, was an den Knöcheln ist, extrem eng ist und nicht wirklich, wie ihr sehen könnt, dehnbar ist. Deswegen beim Anziehen geht's noch, beim Ausziehen reißt man sich so den halben Fuß mit ab, aber ja, gut. Wer das eine will, ne, muss das andere mögen. Außerdem hat die hinten auch noch zwei Taschen und das finde ich auch echt super. Dann habe ich mir was bei Orsay gekauft und ich finde irgendwie kaum was bei Orsay, muss ich sagen. Meistens irgendwie, entweder gefällt es mir nicht oder passt es mir nicht, was mir gefällt. Aber diesmal habe ich was bei Orsay gefunden und zwar hier so eine Bluse. Die ist ganz schlicht blau, hat hier an den Seiten allerdings so einen Jersey-Stoff-Einsatz, macht das Ganze so ein bisschen elastischer und gemütlicher. Außerdem habe ich so wenig blaue Teile, dass ich einfach mal was Blaues gebraucht habe. Eine blaue Bluse, finde ich, kann man gut zu allem tragen. Man kann schicke Outfits damit machen, man kann es aber auch ganz lässig und in der Freizeit halt tragen. Und die ist auf jeden Fall sehr gemütlich. Wenn man die Bluse so auf den ersten Blick sieht, dann könnte man denken, sie ist langärmlich und man kann sie umkrempeln. Aber nein, die ist nicht langärmlich. Die hat so drei Viertelärmel und ja. Dann habe ich mir auch noch zwei Teile bei Kick gekauft. Darf man sowas heutzutage sagen oder ist das immer noch so assi? Ich habe mir zwei Teile bei Kick gekauft und zwar einmal so ein Cardigan. Das könnt ihr jetzt da wahrscheinlich in der Kamera überhaupt gar nicht sehen, wie der aussieht. Nö, also wenn ich so ins Display gucke, nein, ihr könnt absolut gar nichts sehen, außer schwarz. Das ist auf jeden Fall so ein Strick-Cardigan und der war auch total günstig. Ich glaube, 5 Euro habe ich dafür bezahlt oder irgendwie sowas. Aber der ist so mega kuschelig, der ist so richtig, also der ist so oversize und ja, gerade wenn man so einen Chiller macht, finde ich so oversize Klamotten einfach genial, einfach geil und ja. Und die Ärmel hängen halt so ein bisschen runter und er ist auf jeden Fall total kuschelig und obwohl der so, das könnt ihr sehen, ja, recht locker gestrickt ist und ja, hier überall diese ganzen Löcher sind, sage ich jetzt mal, hält er trotzdem richtig schön warm und das gefällt mir sehr gut an dem. Und außerdem habe ich mir auch noch eine rosane Jeans bei Kick gekauft. Ja, die passt mir sogar tatsächlich. Es ist bei mir echt richtig schwierig, eine Jeanshose zu finden, dadurch, dass ich ja halt sehr klein bin und ja, auf jeden Fall, die ist bequem, die ist gemütlich, die fühlt sich vom Stoff her super gut an, sie sitzt gut, sie passt und war auch sehr günstig. Ich weiß jetzt nicht mehr wie teuer, aber sie war auf jeden Fall sehr günstig. Und ja, die hat so ein, wie hieß das, Oil Washed oder irgendwie sowas, das ist wohl irgendwie wieder was ganz Neues. Ja, ich bin gut im Erklären, ne? Fällt mir gerade mal so auf. Ich kann irgendwie nichts erklären. Auch das kann ich nicht wirklich erklären, also ich weiß nicht, vielleicht kennt von euch ja der eine oder andere den Begriff Oil Washed. Das ist halt so, ja, es ist halt schwer zu erklären. Also es sind halt so immer mal wieder so hellere Stellen mit drin. Und also es ist halt so, ja, hat kein regelmäßiges Muster oder sonst irgendwas. Es ist einfach kacke zu erklären, Mann. Dann als nächstes habe ich mir bei Schwab eine rote Bomberjacke bestellt. Und zwar diese, würde ich jetzt sagen. Allerdings hatte ich eigentlich eine andere bestellt, habe diese bekommen, habe mich im Nachhinein aber nicht beklagt, denn die ich bestellt hatte, hätte 30 Euro gekostet und gefällt mir im Nachhinein auch gar nicht mehr so gut wie diese. Denn diese hätte eigentlich 40 Euro gekostet und ich bin super zufrieden mit ihr. Die Farbe gefällt mir super mega gut und sie ist auch gar nicht mal so extrem dünn. Ja, für den Winter ist es natürlich nichts, aber auf jeden Fall, ja, für die Übergangszeit denke ich mal eine gute Lösung und ja.
Und jetzt mein letztes Teil, was ich euch heute zeigen möchte aus meinem krassesten Haul ever, 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 ever. Übertrieben krassesten Haul ever, 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 ever. Wie gesagt, ich zeige euch heute jetzt hier nicht alle Produkte, aber ja. Naja, auf jeden Fall mein absolut mega geilster Favorit. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich habe mich direkt verliebt und zwar eine Bomberjacke und oh mein Gott, guckt euch das mal bitte an. Ey, sieht die nicht einfach geil aus? Die habe ich mir bei Peek & Cloppenburg gekauft und oh, ich habe mich direkt verliebt. Die sieht so geil aus. So eine Holographic Bomberjacke, würde ich jetzt mal sagen. Aber es ist halt keine richtige Jacke. Sie hat auch, das könnt ihr da jetzt nicht wirklich sehen, glaube ich, aber sie ist halt durchsichtig. Also sie ist sehr dünn. Das ist keine Jacke wirklich im Sinne von Jacke. Das ist halt mehr so ein Deko-Jäckchen. Aber sie sieht einfach so krass geil aus. Und passt auf, jetzt zeige ich euch noch was, was ich zu Weihnachten bekommen habe. Ist es nicht geil? Mein Rucksack passt richtig geil zu der Jacke. Ich weiß, der eine oder andere, beziehungsweise die eine oder andere wird sagen, oh mein Gott, wie krass, es ist viel zu doll. Und ja, okay, die Kombi wäre vielleicht jetzt auch so ein bisschen sehr spacey, aber mir gefällt es einfach. Ich finde das so geil. Ich liebe es einfach. Das war's für heute mit dem Haul oder mit einem Teil des Hauls, mit einem kleinen Teil des Hauls. Wenn ihr Bock habt, dass ich euch die anderen Sachen vielleicht auch nochmal in extra Videos zeige, dann zeigt mir das unbedingt mit einem Daumen nach oben oder schreibt es mir auch gerne in die Kommentare rein. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare rein, welche Teile ihr besonders geil fandet oder wo ihr vielleicht sagt, nee, geht gar nicht. Was hat dich denn da geritten, dass du dir sowas kaufst? Ja, und ansonsten war es das. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen. Bis denn. Tschüss.